Ja, es ist ja genauso in der heutigen Zeit. In dem Moment, wo das erscheint, ist ja das so, dass man immer sagt, 3-2 in Cordoba. Und es gibt viele, die schon sagen, ich kann das nicht mehr hören. Noch ärger ist, wenn die Deutschen behaupten, sie können es nicht mehr hören. Also bitte, ihr werdet es immer wieder hören, weil es ganz einfach schön war. Küsst die Hand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. Das große Spiel, das letzte Österreich im Rahmen dieser Fußball-WM in Argentinien, wird gleich beginnen. Die deutsche Mannschaft wird den Anstoß durchführen. Jetzt kommt die Flanke nach vor. Da kommt Kranke! Um Gottes Willen! Der Kranke vergibt eine 200-prozentige. Ich weiß, das gibt's nicht. Mehr als 100%. Aber wir spielen heute wirklich großartig. Also kein Zufall. Die Siege gegen Spanien und Schweden. Eher der Umfaller gegen die Holländer. So, jetzt wieder. Das Lederbay. Schöne Möglichkeit. Kranke. Schuss. Tor! Tor! Es kann nicht mehr. 21. Minute. Krieger zur Kranke. Und der Kranke hat den Ball wohle genommen. Über den Kopf und genau in die Kreuzecke. Damit 2-1 für Österreich. Durch Kranke. Was habe ich noch gesagt? Unfassbar, was sich hier abspielt. Die vor Österreicher jubeln. Und jetzt kann Sarah sich noch einen aussichtslos scheinenden Ball reinholen. Fast nach links darüber. Es gibt Beifall für ihn. Da kommt Kranke vorbei. Diesmal ist ein Embiwacker. Ist im Strafraum, im Strafschuss. Da! Ivan Naric. Kranke schießt ein. 3-2. Für Österreich, meine Damen und Herren, wir fordern uns um den Hals. Der Kollege Riffel, der Diplom-Ingenieur Bosch, wir pusten uns ab. 3-2 für Österreich, durch ein großartiges Tor unseres Kranke. Er hat alles überspült, meine Damen und Herren. Und warten Sie noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen. Also das muss miterlebt haben. Jetzt haben wir es geschlagen. Noch wollen wir nichts verschreien. Jetzt kommt die Flanke in den Strafraum. Ganz der Kreis hat sich wieder aufgewehrt. Die Deutschen haben alles nach vorn beordert. Eine Möglichkeit der Deutschen. Und daneben. Also der Abramczyk. Opuseln möchte den Abramczyk dafür. 45. Minute. Noch einmal Deutschland am Ball. Und Prohaska haut den Ball ins Aus. Und jetzt ist aus. Ende. Schluss. Vorbei. Aus. Deutschland geschlagen. Österreich gewinnt zum ersten Mal seit 1931 gegen die Bundesrepublik Deutschland und ist das ein erfreulicher, großartiger Abschluss der österreichischen Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. 3-2 gegen den Weltmeister von 1974, ein Traumresultat, das wir uns wohl erwünscht, aber kaum erwartet haben. Zweimal Kranke.